Hey Leute, ich bin's Conny und ich zeige euch heute, wie man den Sound in Roblox zurückbekommt. Damit ihr auch wisst, dass es funktioniert, gehe ich hier einmal oben rauf, stelle meine Lautstärke ein. Da ist der Uff-Sound. Ich drücke auf Character zurücksetzen und man hört den Uff-Sound. Das, was ich euch zeigen werde, funktioniert nur am PC. Das funktioniert nicht über die App. In der App ist es ganz anders und da werde ich euch nicht helfen. Aber falls ihr Roblox an einem Laptop oder PC spielt, könnt ihr das hier nachmachen. Huch, jetzt bin ich umgefallen. Okay, den Uff-Sound zurückzubekommen ist eigentlich ziemlich einfach, weil alles, was ihr dafür braucht, ist nur den Uff-Sound, der ist überall im Internet zu finden. Zum Beispiel könnt ihr einfach auf YouTube nach Roblox Uff-Sound-Effekt suchen, findet dann sowas wie Roblox Death-Sound-Effekt hier. Und das hört sich ganz gut an. Und das Ding müsst ihr nur noch runterladen und dafür könnt ihr Programme nutzen, wie zum Beispiel den 4K-Video-Downloader. Bitte ladet ihn nicht über Chip runter, sondern wirklich über die Seite 4kdownload.com. Ist ein komisches Programm, aber es funktioniert. Wenn ihr das Programm installiert habt, könnt ihr täglich 30 Videos damit einfach herunterladen. Ihr geht dann einfach auf YouTube, kopiert euch den Link, geht in den 4K-Video-Downloader, klickt auf Link einfügen. Der wird dann analysiert. Ihr könnt hier oben dann statt Video herunterladen auf Audio extrahieren gehen und auswählen, wohin ihr das Ding haben wollt und ladet ihr es einfach runter. Ich habe schon runtergeladen, deswegen brauche ich es nicht machen. Und ihr müsst ein bisschen Ahnung von Audio haben, weil ihr werdet den Uff-Sound wahrscheinlich im Internet als MP3-Datei finden und ihr müsst ihn in eine OGG-Datei umwandeln. So, dafür gehen wir jetzt mal auf meinem linken Bildschirm und besorgen uns erstmal den alten Uff-Sound-Effekt zurück. Hier habe ich ihn. Ich habe hier einmal den neuen Uff-Sound-Effekt, den Roblox eingefügt hat, einen selbstgemachten Uff-Sound-Effekt und den klassischen alten Roblox Uff-Sound-Effekt. Ich habe die alle zu einer OGG-Datei umgewandelt. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, gibt es ein kostenloses Programm, das heißt Audacity. Das könnt ihr überall runterladen. Ich persönlich werde dafür ein Programm namens Adobe Audition verwenden. Das ist kostenpflichtig. Das gefällt mir mehr, aber im Grunde ist es genau das gleiche wie Audacity. Ihr nehmt einfach den Sound, den ihr haben wollt, zieht ihn in das Programm rein, dann habt ihr ihn hier. Könnt ihr noch zusammenschneiden, wenn ihr wollt. Und dann müsst ihr es wieder exportieren, heißt das. Und wählt dann beim Dateiformat aus, dass ihr ein SIF-OGG-Container haben wollt. .OGG. Wenn ihr das exportiert habt, perfekt. Dann ist die Datei auch schon vorbereitet und ihr habt sie hier dann. Falls ihr nicht wisst, was ihr für eine Dateiendung hier hinten dran habt, könnt ihr bei Windows, ich habe jetzt Windows 11, bei Windows 10 ist es ähnlich, hier oben auf Anzeigen gehen, dann auf Einblenden gehen und dann die Dateinamenerweiterung. Bei Windows 10 ist es relativ ähnlich, auch irgendwo hier oben, ich weiß nicht mehr genau wo. Und wenn ihr dann diese Uff-Sound habt, müsst ihr natürlich noch in Roblox einfügen. Und dafür müsst ihr den Roblox-Ordner finden. Und dann mein kurzer Einspieler, oh mein Gott, Herr Anwalt ist mit mir auf einem Server. Oh mein Gott, als ob. So, ich glaube, ich gehe mal in die VIP-Area, dass ich nicht gestört werde während der Aufnahme. Und wir gehen wieder zurück auf meinen linken Bildschirm. Und da habe ich hier schon den richtigen Ordner geöffnet. Ich zeige euch aber, wie ihr den richtigen Ordner finden werdet. Ihr müsst auf eurem PC auf die Festplatte C, da wo Windows drauf installiert ist, und dann auf den Ordner Benutzer, manchmal heißt es auch User, raufgehen. Da gibt es einen Ordner, der heißt so wie euer Windows-Benutzer. Bei mir steht da ConEgg. Da könnt ihr raufgehen und da drin befindet sich ein ausgeblendeter Ordner namens AppData. Wenn ihr den nicht sehen könnt, geht ihr auch wieder auf Anzeigen, Einblenden und dann ausgeblendete Inhalte. Bei Windows 10 ist es auch wieder irgendwo hier oben Anzeigen, ausgeblendete Inhalte oder versteckte Ordner heißt es, glaube ich. Dann geht ihr auf den AppData-Ordner. In dem AppData-Ordner geht ihr auf Local, dann auf Roblox, dann geht ihr auf Versions hier. Und in Versions befinden sich dann vielleicht mehrere Versionen. Welche jetzt die aktuellste Version ist, ist schwer zu sagen. Bei mir ist es tatsächlich die hier vom 27.07. Obwohl wir gerade den 30.07. haben und es hier eine Version von dem 29. gibt, weiß ich, es ist die. Im Zweifelsfall macht ihr es einfach für beide. Geht auf diesen Ordner, dann geht ihr auf Content, dann auf Sounds und dann seht ihr hier schon die eingestellten Roblox-Sounds. Was ihr jetzt machen müsst, um den Sound zu ändern, ihr grabt euch einfach den Roblox-Sound, den ihr haben wollt, zieht ihn hier rein und dann müsst ihr ihn so umbenennen. Hier steht Ouch.ogg. Ich drücke jetzt F2, kopiere mir das, mache Ouch.ogg weg und gehe dann hier rauf, drücke wieder F2, schreibe das hier rein und dann heißt der Sound Ouch.ogg. Damit wurde die Datei dann ausgetauscht und wenn ich jetzt in Roblox reingehe und dann meinen Charakter zurücksetze oder einfach nur die Lautstärke anpasse, hört ihr wieder den Uff-Sound-Effekt hier. Und das funktioniert natürlich genauso auch
mit anderen Soundeffekten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe hier so einen wunderschönen Ouch 2 genommen, den kopiere ich mir hier rein, mache den Ouch weg, benenne den dann um, gehe dann wieder in Roblox rein. Wenn ihr in Roblox jetzt drin geblieben seid die ganze Zeit und das dann testet, dann ist immer noch der alte Sound drin. Bei Roblox aktualisiert das ja nur beim Start. Das heißt, in dem Fall müsst ihr dann nochmal das Spiel verlassen. Dann wieder in ein Roblox-Spiel reingehen. So, und wenn ihr dann reingegangen seid in das Roblox-Spiel, dann ist der Sound auch updated. Ihr könnt hier auf Einstellungen gehen und hört dann den viel besseren Death-Sound-Effekt. Wenn ich jetzt sterbe, dann hört man mich mit Autotune rumschreien. Und das könnt ihr mit jedem Sound machen. Ich habe auch auf Twitter dieses Goop-Goop-Goop-Meme gesehen. Das könnt ihr natürlich auch als Soundeffekt machen. Das steht euch komplett frei. Ihr könnt jeden Death-Sound, den ihr wollt, haben. Und wer von euch findig ist, hat natürlich auch gesehen, hier gibt es mehr Sounds. Es gibt Impact Water, wenn man ins Wasser fällt. Action Jump. Ihr könnt euren Jump-Soundeffekt ändern. Das können wir auch machen. Wir können zum Beispiel den Uff-Sound hier reinziehen. Können wir dann Action Jump Land nehmen. Das ist der Soundeffekt, wenn man auf dem Boden aufprallt, nachdem man gesprungen ist. Den löschen wir jetzt. Nehmen dann den Uff-Soundeffekt. Ersetzen den Namen. Ja, vielleicht funktioniert das nicht, weil das eine MP3 sein sollte. Das werden wir dann gleich sehen. Aus Roblox gehe ich jetzt nochmal raus. Dann gehe ich in Roblox wieder rein. Und wenn ich in Roblox jetzt springe und lande, funktioniert es tatsächlich nicht. Dann liegt es daran, dass das eine OGG-Datei ist und der Jump-Soundeffekt eine MP3-Datei sein musste. Das bedeutet, das machen wir jetzt einmal ganz kurz, damit ihr das jetzt noch einmal seht. Ich öffne Audition, ziehe da jumpland.ogg rein. Haben wir hier. Gehe auf Datei, exportieren, Datei. Und dann wähle ich als Dateiformat in dem Fall .mp3 aus. Und dann wird es wieder exportiert. Ich nehme jetzt Action Jump Land, ziehe es hier rein. Nehme dann diese OGG-Datei, nehme die raus. Und gehe dann nochmal in Roblox rein. Sagen wir jetzt mal in die Speedrun-Obby, weil da muss man ja immer sehr viel springen. Verbindung zum Server wird hergestellt. Und ihr habt es gehört. Ich resette mich mal kurz. Ich springe, man hört den Sound nicht. Ich springe, man hört den Sound nicht. Aber wenn ich aus einer höheren Höhe springe und dann sozusagen Fallschaden bekommen würde, dann hört man den Uff-Soundeffekt, wenn ich lande. Das heißt, immer wenn ich aus einer höheren Position springe, als ich lande, so, uff, dann hört man den Uff-Soundeffekt. Und da könnt ihr natürlich auch jeden Soundeffekt wieder nehmen, den ihr wollt. Wenn ich jetzt hier springe, hört man den Uff-Soundeffekt. Wenn ich von hier springe, hört man ihn nicht. Das war nicht hoch genug, okay. Aber wenn ich von hier oben runter springe, hört man ihn natürlich wieder. Und zwar, man hat ihn nicht gehört. Wahrscheinlich, weil ich auf so einem Material gelandet bin. Da ist Roblox ganz eigen immer. Neue Bestzeit, 26 Sekunden. Oh mein Gott. Wenn ich von hier runterspringe? Nein, ich bin vorbeigesprungen. Oder von hier, von dem Board. Und hier muss es doch funktionieren, oder? Ja, es funktioniert. Also wisst ihr jetzt Bescheid, wie ihr eure Roblox-Sounds ändern könnt. Wichtig ist natürlich, wenn Roblox mal wieder ein Update hat, und die haben ja regelmäßig Updates, müsst ihr eure Dateien wieder neu in den Ordner ziehen. Also empfehle ich euch, wenn ihr das wirklich langfristig haben wollt, dass ihr eure Soundeffekte auch wirklich in so einen extra Ordner packt. Und immer wenn ihr merkt, oh, Roblox hat die Soundeffekte wieder geändert, dann könnt ihr auf diesen Ordner zugreifen, dann die Sounds einfach wieder schnell reinziehen und die alten Sounds löschen und fertig ist. Ich hoffe, das war hilfreich. Es tut mir leid, dass ich keine Lösung von Mobile-Spieler habe, aber Mobile-Spieler haben eine ganz andere Situation. Und ich werde euch nicht zeigen, wie euer Handy jailbreakt oder rootet. Das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!